Wir spielen Minecraft. Herzlich willkommen dazu. Ich bin der Vorbuddler von Minenarbeit.de und keine Folge ohne schmerzhafte Zwischenfälle, das ist schon mal klar. Action, 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 sage ich dazu nur. Hab hier dieses Loch gefunden, zufällig. Ein Creeper hat mich eigentlich mehr oder weniger hier so reingesprengt. Da unten liegen noch meine Sachen. Die will ich haben. Ja, das ist ja wohl ein Hammer, dass ich hier... Vor allem, wie geht's denn da weiter jetzt? Wie geht's denn da weiter? Vor allem, es muss ja alles auch unmittelbar direkt neben unserem Wohnzimmer sein. Ne? Das ist ja unglaublich. Ich hack mich jetzt hier mal so runter. Na, du? Ja? So oft kann ich dann darüber springen? Ja! Das ist gut. Das hat geklappt. Komm her, du, ja. Na komm. Dass die sich dann immer so anstellen, ne? Ach. Ist mir egal, ich buddel. Oh, da ist er schon. Das war's. Ja, super Höhle hier. Super Höhle hier. Super Höhle hier. Meine Güte nochmal. Das ist Minecraft, Leute. Minecraft. Ja, das ist völlig genial hier. Guck mal, guck mal. Oh, hier geht's da runter. Wasser. Ja, Wasser. Oh, super. Bin ich jetzt da einfach reingesprungen? Ach, ich weiß auch nicht, was mit mir manchmal los ist. Jetzt geht's gleich los. Also, was mache ich hier überhaupt? Warum bin ich hier runtergesprungen? Ja, okay, ich komme hier wieder raus. Ich komme wieder raus, komm. Komm, hier können wir doch irgendwas bauen. Ja, sicher, wir haben hier für solche Zwecke immer Erde dabei. Erde ist immer wichtig. Bloß keine Erde vergessen. Jetzt sind wir wieder oben. Ich springe auch nicht nochmal da rein. Höchstens unfreiwillig. Aha. Aha. Guck, guck. Ja, komm mal her. Das ist wieder der mit dem Fußgeruch. Jawohl. Oh. Leute, Leute, das wird unsere neue, was weiß ich, Kathedrale, Festhalle, Opferhalle. Keine Ahnung, das sieht ja spektakulär aus. Ich habe leider nur noch... Nee, Quatsch. Ich habe, glaube ich, Holz dabei. Wenn ich Holz dabei habe, dann... Oh, 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 hinter mir ist noch so ein Eingang gewesen. Aha. Ich schau mal eben nach. Doch, ich habe Holz dabei. Komm, dann machen wir uns Fackeln. So. Alles verbraten. Es kann uns eigentlich nicht mehr viel passieren. Was, wie sieht es eigentlich mit Pfeilen aus? Ah, unser Schwert ist ja langsam. Hm. Gut, aber dafür haben wir genug Pfeile dabei. Sollte eigentlich funktionieren. Da geht's noch rum. Ist also gefährlich. Ich klär mal hier die nächste Ecke aus. Hier geht's auch noch durch. Hier kommt aber gerade keiner hoch. Weil das zu hoch ist. Die können ja keine 3 Meter hochspringen. So, dann schaue ich mir das Loch da hinten an. Oh, meine liebe Güte, nochmal. Hier geht's auch weiter. Das sehe ich schon immer im Ansatz. Wir müssten doch jetzt wirklich gleich... Das ist auch der Grund, warum ich in der Wohnhöhle immer Zombies höre. Das heißt... Oh, und Skelette gibt's hier auch. Das ist nicht gut. Für den jedenfalls nicht. Ich bin heute gut drauf, ne? Ich kriege gar nicht die Krise und renne hier weg. Schreiend.
werfe mich in irgendwelche Lavagruben freiwillig. Nur weil ich ein Skelett sehe. Ich hatte schon als Kind immer Angst vor Skeletten. Ah, das war immer schon der absolute Horror. Hier geht's wieder raus. Und es wird dunkel draußen. Das ist auch nicht gut. Dann sollten wir uns wenigstens mal beeilen. Ich habe einen kleinen Ver also rein geografisch, so müssten wir jetzt, können wir ja gar nicht so weit weg sein von zu Hause. Das muss doch hier irgendwo sein. Da leuchtet doch schon alles. Ah. Okay. Und hier haben wir ja eine Tür und dann sind wir ja drin. Und dann kann uns ja nichts mehr passieren. Meine liebe Güte nochmal. Also das ist ja nun wirklich... Ne? Aber interessante Gegend haben wir uns hier ausgesucht. Wirklich eine interessante Gegend. Da haben wir auch vergessen, oben wieder da alles zuzukippen. Da muss ich mir überlegen, ich laufe jetzt nicht das Schaf holen. Nee, nee, das könnt ihr vergessen. Könnt ihr selber machen, ne? Oh, das ist aber irgendwie noch... Das habe ich noch nicht richtig gemacht. Hier fehlt dieses... Die Decke ist noch zu niedrig. Das sieht nämlich nicht gut aus. Das sieht irgendwie so... Das ist auf dieser Seite nämlich anders, glaube ich. Ja, hier ist nämlich mehr Luft. Ja gut, dann müssen wir die auch noch alle weghauen. Ach, das, warum sollen wir das nicht machen, ne? Am besten von oben nach unten so. Ich weiß nicht, da oben bin ich mir so unsicher, was da überhaupt hinkommt. Dann machen wir das jetzt hier ab hier mal. Auf der Steinhacke, ne? Das ist ganz klar, dass ich das gute Silber nicht dafür verwenden werde. Jedenfalls nicht jetzt. Ich habe ja schon eine Silberhacke. Na, auf jeden Fall habe ich die schon. Ich habe ja schon Diamanten gekloppt. Wo habe ich denn meine Silberhacke überhaupt? Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Die habe ich jetzt nicht auch in der Goldeihöhle gelassen. Obwohl, wenn, dann ist auch egal. Da liegt sie ja gut. Da brauchen wir sie ja auch. Da können wir mal gucken. Vielleicht habe ich die unten... Ich muss sowieso das Inventar wieder ein bisschen bereinigen. Ja, hier. Na, da ist ja überhaupt kein Platz mehr. Ich höre immer irgendwelche Geräusche. So viel abzulegen haben wir überhaupt nicht. Die Birke können wir mal so ein bisschen wegtun, damit ich die nicht aus Versehen verhacke. Die brauche ich eher zum Dekorieren. So, den Baum tun wir noch weg. Dann waren uns eben das Schwert ausgegangen. Da werden wir mal eben für Nachschub sorgen. So, machen wir mal direkt zwei. Das ist bei dem, was uns allen alles passiert, so. Brauchen wir auch noch ein paar Spitzhacken. Mensch, inzwischen sage ich sogar mal Hacke, wenn ich Hacke sage. Ne? Aber das liegt wahrscheinlich daran, was weiß ich, dass ich irgendwie nicht genug getrunken habe oder so. Wasser, ne? Mineralwasser. Das ist ja dann so, wenn man nicht genug trinkt, dann wird man ja auch so ein bisschen Panne im Kopf. So. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Werkzeug. Ein bisschen Material nehmen wir einfach mit. Und gehen da einfach mal in den Keller. Ist denn hier jetzt noch, ja, immer noch nicht gelohnt? Steht denn zufällig gerade mal jemand vor der Tür? Nein. So, wenn man jetzt hier so runterkommt, stellen wir so vor, man geht jetzt hier so runter. Man kann jetzt übrigens als 1.6, ne, seit Beta 1.6, das ist auch einer der positiven Punkte, muss man ja auch mal erwähnen, ne? Man kann jetzt auch schleichend die Treppe rauf und runter gehen, ne? Das ging vorher wirklich nicht, das kann ich bezeugen, ja? Weil es hat mich immer genervt, dass das nicht ging, gerade wenn ich mal solche künstlerischen Videos drehe, wo es mal so langsam gehen soll oder so, ne? Dann... Das ging nie. Sobald man eine Treppe oder Stufe erreichte, blieb dann immer alles hängen und dann war das immer irgendwie nervig, weil man klappte dann nie so, wie man das machen wollte. Hier möchte ich gerne...
Wie machen wir den denn? Hier kommt man durch. Dann könnte hier doch eine Wand sein. Ja, so könnte man das machen. Ich brauche hier mal Schönstein. Hier, wir brauchen auch noch Moosstein, Mossstone. Aus den Dungeons. Fällt mir jetzt nur gerade so beiläufig so ein. Das ist mir jetzt eigentlich zu schön. Da sollten wir doch nochmal eine... Obwohl, den legen wir ja noch aus. Dann können wir den Gang, den können wir ja darum machen. Und hier eine Wand. Ich mache da jetzt mal einfach nur mit Cobblestone. Das ist einfach, ist erstmal noch ein bisschen sinnvoller, da ich nicht genau weiß, was ich vorhabe. Und außerdem sieht der Koppelstein auch irgendwie besser aus. Für das, was ich hier vorhabe. Wenn ich wüsste, was ich vorhabe. Außerdem habe ich mich ja gerade doch wieder verzählt, oder nein? Oder doch? Oder wie? Oder was? So. Das könnte doch gut funktionieren. Da muss ich auch mal tief durchatmen. Jetzt kommt man hier so lang und dann sagt man so, boah, ich gehe jetzt hier mal in den Salon, mal so Keller. Wenn man jetzt hier so eine Folterkammer macht, ne? Das könnte doch gut sein, oder? So, in dieser Form, es muss ja nicht so viel... Das sollten nur... Ja, es sollte auch alles aus Stein sein, damit wir da auch offene Feuer machen können. Wobei mir bei offenem Feuer natürlich einfällt, dass wir... Ach du meine Güte! Wir waren noch gar nicht im Nether. Ja, wir müssen auch noch dringend ein Portal bauen. Also werde ich wohl kurz oder lang doch meine Diamanten mal verwenden müssen. Obsidian kann man ja nur mit einer Diamanthacke abbauen. Sonst hackt man sich da blöde. Tut man sowieso schon. Also Obsidian braucht ewig. Ich glaube so 128 Schläge oder sowas. Ne? Für einen Stein. Nee, nee, so viel ist es nicht. Ich weiß es nicht genau. Wir zählen dann einfach demnächst mal mit. ich kann das nämlich ganz gut so lange zählen. Ja. So, das ist hier noch nicht so schön. Das sollte auch dann... Haben wir schlecht gemacht. Müssen wir uns vor dem schönen Stein verabschieden. So. Ja, offene Feuer, das wäre toll, so in die Ecken. So offene, große Feuer. Aber wir müssen aber viel mit Wolle auskleiden, ne? So schwarz und rot oder sowas. Dann ist das nicht gut mit dem offenen Feuer. Naja, da überlegen wir uns was. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, sollen wir hier noch einen Durchgang machen? Auf jeden Fall kann man auch hier nochmal reingraben. Wenn man da noch einen Durchgang, vielleicht könnte man hier noch geradeaus. Oh, ja, das ist ja gar nicht gut hier. Ne, den können wir ja dann jetzt völlig vergessen. Da machen wir das hier zu. Das hier, das ist ja so ein merkwürdiger Lichteffekt, ne? Hier ist ja eine Treppe. Und da leuchtet aber das Licht von der anderen Seite durch. Das ist jetzt auch wieder sowas, wo viele sagen, oh, ist ein Bug oder so. Na, ich sag, das ist schön. Na, das, ich finde, das ist ein schöner Effekt. Der sieht gut aus, wenn da so ein bisschen so dieser Rand so leuchtet. Ich finde, das sieht gar nicht so nach Fehler aus oder so. Ne? Man muss das nicht immer so technokratisch alles sehen. Sondern mehr so atmosphärisch. So, hier... Das sollte auch mal weg. Könnte auch mal so ein Pool, ne? Warten wir nicht vor, mal so einen Pool zu machen. Ganz am Anfang, ne? Es regnet. Schön. Das soll auch eine große Fensterwand rein. Ich denke mal hier auf jeden Fall. So. Und ich sehe auch, dass jetzt die Zeit für diese Folge wieder abgelaufen ist. Das tut mir leid. Ja. Freue mich, dass ihr zugesehen habt. Und ja, dann machen wir beim nächsten Mal. Machen wir dann... Ach, das sieht gut aus inzwischen. Dann gucken wir beim nächsten Mal. Finden wir bestimmt wieder was Sprengbares oder sowas. Ne? Guckt auf minenarbeit.de, ich war euer Vorbuddler und bin es auch noch und dann macht's mal gut.